Ameisen, wir kennen sie alle. Sie dringen unaufgefordert in unser Picknick ein, marschieren entschlossen durch unsere Küchen und scheinen allgegenwärtig, sobald es warm wird. Doch hast du jemals darüber nachgedacht, dass diese kleinen Krabbler tatsächlich die stillen Herrscher unseres Planeten sein könnten? Das Buch Weltmacht auf 6 Beinen von Susanne Feuzig und Olaf Fritsche nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in das faszinierende Leben der Ameisen und offenbart uns, wie sie im Verborgenen eine Weltmacht darstellen. Ameisen bevölkern die Erde seit Millionen von Jahren und sind heute in nahezu jeder Ecke der Erde zu finden. Doch ihr Erfolg liegt nicht nur in der Masse oder Anpassungsfähigkeit, sondern in ihrer erstaunlichen Organisation und sozialen Struktur. In diesem Buch erfährst du, wie Ameisen ein ausgeklügeltes System von Arbeitsteilung, Kriegsführung, Gärtnern und sogar Viehzucht entwickelt haben. Wenn du über all dies mehr erfahren möchtest, dann bleib dran! Ameisen sind wahre Überlebensprofis. Ihre Kolonien sind fein abgestimmte Gesellschaften, die auf Arbeitsteilung und Kooperation beruhen. Aber wusstest du, dass in diesen Ameisenkolonien die Königin gar nicht das Sagen hat? Obwohl sie die zentrale Rolle bei der Fortpflanzung spielt, sind es die Arbeiterinnen, die das tatsächliche Leben der Kolonie steuern und die Entscheidungen treffen. Die Königin selbst ist zu dumm geworden, um wichtige Entscheidungen zu fällen, da ihr Leben nur noch dem Eierlegen dient. Die wahren Herrscherinnen sind also die Arbeiterinnen. Sie übernehmen alles außer dem Eierlegen. Sie bauen Nester, sammeln Nahrung, führen Kriege und entscheiden, wann es Zeit ist, das Nest zu wechseln. Wenn Kundschafterinnen eine neue Unterkunft suchen, entscheiden sie nach strengen Kriterien, ob der neue Ort geeignet ist und holen erst dann andere Arbeiterinnen zur Beratung hinzu. Die Königin? Sie sieht das neue Zuhause erst, wenn sie umzieht. Ihre Rolle ist rein reproduktiv, eine beeindruckende, aber klar abgegrenzte Aufgabe. In einem anderen Video mit einer Buchzusammenfassung über Bienen haben wir bereits erklärt, dass dies ganz ähnlich auch bei den Arbeiterinnen der Bienen abläuft. Wenn dich das näher interessiert, dann horch doch in das Video hinein mit dem Titel »Wohin Bienen schwärmen? Bienendemokratie« von Thomas D. Seeley. Doch beginnen wir bei der Romantik, dem Hochzeitsflug, einmal Sex im Leben der Königin. Männliche Ameisen haben ein kurzes, aber intensives Leben. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, die Königinnen zu befruchten. Dabei haben sie keine weitere Bedeutung im Ameisenstaat. Nach der Begattung sterben sie oft oder werden sogar von den eigenen Artgenossen gefressen. Für die Königinnen ist die Paarung jedoch von entscheidender Bedeutung. Ein einziger Hochzeitsflug reicht aus, um sie für ihr gesamtes Leben zu versorgen. Die Spermien, die sie während der Paarung aufnehmen, reichen aus, um Millionen von Nachkommen zu zeugen und das bis zu 30 Jahre lang. Die Männchen hingegen bleiben nur flüchtige Randfiguren in diesem ausgeklügelten Matriarchat. Doch Ameisen sind nicht nur Krieger und Baumeister, sie haben auch die Kunst des Gärtnerns und der Viehzucht perfektioniert. Blattschneiderameisen zum Beispiel züchten in ihren gigantischen Nestern Pilze, die sie mit zerkleinerten Blättern düngen. Diese Pilze dienen als Hauptnahrungsquelle für die gesamte Kolonie. Es ist faszinierend, wie diese Ameisen ihre Gärten pflegen und mit großer Präzision dafür sorgen, dass der Pilz gesund bleibt. Sie entfernen sogar schädliche Pilze und verteilen ein spezielles Sekret, um die Pflanzen vor Krankheitserregern zu schützen. Nicht nur in der Landwirtschaft sind die Ameisen Meister, sie halten auch Nutztiere. Ameisen melken Blattläuse, indem sie die süßen Ausscheidungen, den sogenannten Honigtau, ernten, die die Läuse in ihren Hinterteilen absondern. Im Gegenzug beschützen die Ameisen ihre Herden vor Feinden. Manche Ameisenarten gehen sogar so weit, die Fortpflanzung der Blattläuse zu kontrollieren, indem sie deren Flügelentwicklung verhindern, damit sie immer in ihrer Nähe bleiben. Ameisen führen sogar Kriege und halten Sklaven.
Wenn es ums Überleben geht, kennen Ameisen keine Gnade. Sie rauben sich gegenseitig aus und führen gnadenlose Kriege um Ressourcen und Sklaven. So gibt es beispielsweise Ameisenarten, die darauf spezialisiert sind, in die Nester anderer Kolonien einzudringen, um deren Eier, Larven und Puppen zu stehlen. Diese Raubzüge dienen nicht nur der Nahrungssuche, sondern auch dem Beschaffen von Sklaven. Diese versklavten Ameisen arbeiten für ihren neuen Herrn und übernehmen alle Aufgaben im fremden Nest, während die Sklavenhalterarbeiterinnen sich darauf konzentrieren, neue Raubzüge zu planen und durchzuführen. In einer Kolonie der roten Amazonenameise besteht zum Beispiel der Großteil der Arbeiterinnen aus Sklaven, die aus anderen Nestern entführt wurden. Die versklavten Ameisen erledigen sämtliche Arbeiten, während die Raubameisen sich auf ihre nächsten Angriffe vorbereiten. Solche Überfälle sind brutale und hochorganisierte Operationen, bei denen die Angreifer Puppen und Larven in ihr eigenes Nest verschleppen, um für den Nachschub zu sorgen. Es gibt auch ein soziales Immunsystem der Ameisen. Erkrankungen sind für Ameisen kein Todesurteil. Sie verfügen über ein ausgeklügeltes soziales Immunsystem, das unserem eigenen ähnelt. Ameisen erkennen kranke Artgenossen am Geruch und kümmern sich um sie. Infizierte und verletzte Tiere werden mit besonderer Fürsorge behandelt. Sie bekommen extra Nahrung und werden ständig gepflegt, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Sogar Bakterien, die Antibiotika produzieren, kommen in den Nestern zum Einsatz, um Pilzinfektionen zu bekämpfen. Doch nicht jede Ameise wird gerettet. Ist der Schaden zu groß, zum Beispiel wenn ein Tier mehr als 3 Beine verloren hat, bleibt es unbehandelt und wird dem Schicksal überlassen. Ameisen sind pragmatisch. Nur die Ameisen mit den besten Überlebenschancen erhalten auch medizinische Versorgung. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Ameisen sogar abschätzen können, ob eine Behandlung einer Wunde sinnvoll ist oder ob gleich ein Gliedmaß amputiert wird. Wie sie das genau machen, ist schwierig zu beurteilen und ist noch in der aktuellen Forschung ein ganz heißes Thema. Global betrachtet haben wir es also mit einer unaufhaltsamen Ausbreitung der Ameisen zu tun. Denn Ameisen sind Weltreisende, oft unbeabsichtigt. Durch den globalen Handel haben invasive Ameisenarten wie die tropische Feuerameise es geschafft, sich auf nahezu allen Kontinenten auszubreiten. Diese Arten bringen oft die lokalen Ökosysteme ins Wanken. So hat sich die argentinische Ameise entlang der Mittelmeerküste ausgebreitet und heimische Ameisen verdrängt. Ihr Erfolg liegt darin, dass sie keine natürlichen Feinde oder Krankheiten in den neuen Gebieten haben und somit ungestört Kolonien gründen können. Die invasiven Arten können die ganzen Ökosysteme durcheinander bringen, indem sie nicht nur andere Ameisenarten auslöschen, sondern auch durch die Symbiose mit Blattläusen die Landwirtschaft schädigen. Diese Ameisenweltherrschaft lässt sich nicht nur schwer eindämmen, bisher ist es den Menschen nicht gelungen, diese unsichtbare Macht in Schach zu halten. Als Fazit können wir sagen, Ameisen sind tatsächlich eine unsichtbare Weltmacht. Ameisen führen ein geheimes Leben, das uns Menschen oft verborgen bleibt. Doch ihr Einfluss auf die Welt ist enorm. Ihre Organisation, ihre Fähigkeit, sich zu vermehren und anzupassen und ihre ausgeklügelten Überlebensstrategien machen sie zu einer der erfolgreichsten Lebewesen der Erde. Egal, ob sie Landwirtschaft betreiben, Raubzüge planen oder fremde Ökosysteme erobern, Ameisen sind stille, aber mächtige Herrscher der Welt. Nach der Lektüre dieses Buches wirst du die kleinen Picknick-Crasher mit anderen Augen sehen. Ihre komplexe Gesellschaft und ihre raffinierten Überlebensstrategien sind ein faszinierender Spiegel der Natur und ihrer endlosen Kreativität. Bleib dran und abonniere unseren Kanal, wenn du mehr über die faszinierende Welt der Ameisen und anderer Lebewesen erfahren möchtest. Bis bald!